Guten Morgen, Trader und Investoren. Morning Espresso, Donnerstag, 3. August 2017. Disclaimer ist full effect. Wir können mehr verlieren, als wir einsetzen. Ich kann keinen Financial Advice geben. Alles nur zu ausbildungstechnischen Zwecken. Copyright ist in effect. Unser Trade von Dienstag, Long Aussie Dollar, 1. August, klarer Verlierer. Warum? Weil sich fundamental etwas verändert hatte. Wir sehen es gleich. Wir hatten sehr, sehr schlechte Zahlen aus China und aus dem Trade Balance, dem Handelsüberschuss. Oder Defizit von Australien. Somit fundamental eine Veränderung, die zur Abschwächung des australischen Dollars geführt hat. Ein Trade, ein Verlierer, einer von vielen. Who cares? Long Euro Neuseeland vom 2.8. haben wir kein Entry bekommen. Target 1 schon erreicht, Target 2 demnächst erreicht. Sehr, sehr schade. Ist ein bisschen steil, wie wir sehen. Steiler als 45 Grad. Wir hatten das am Sonntag im Webinar besprochen. Also auch hier die Situation, wie wir sie öfters im Markt haben, wenn die fundamentalen Treiber Makro-Events sind, dann ist es sehr schwer, in die Märkte wieder reinzukommen. Und da kommt es darauf an, ob ein Trader einen Trade-Ansatz fährt, der mit seiner Psyche einhergeht. Ich habe so viele Jahre Erfahrung und ich möchte immer Value kaufen. Und in dem Falle war es eben so, dass ich nicht die Möglichkeit bekommen habe, nochmal günstiger in den Trade reinzukommen. Wurscht, auch das ein Trade von vielen. Was ist über Nacht passiert? Wir hatten Risk-Off-Sentiment in Asien. Yen und Schweizer Franken haben Stärke gesehen, wie wir sehen, und die sogenannten Antipodeans, Aussie-Dollar, Neuseeland-Dollar, Schwäche gesehen. Auch das natürlich aufgrund von fundamentalen Zahlen, was in spezifisch Aussie-Dollar-Trade-Balance wesentlich schlechter gekommen als erwartet. Das ist der Nachteil, wenn du eben nicht mehr bei einer der Top-Banken der Welt sitzt und einer der Top-Research-Analysten und ein ganzes Heer von den Jungs im Hintergrund haben. Ich bin mir sicher, die Big Boys hatten das vorher angesagt bekommen. Da vermisse ich die Tage, wenn diese Analysten, diese hochkarätigen Kalibers dir sagen können, okay, Buddy, unsere Modelle sagen, Trade Balance kommt schlechter rein. Falsche Seite, it is what it is. Und Caixin Services PMI kam ebenfalls schlechter rein. Also sehr unschön, müssen wir im Auge behalten. GDP Services PMI in UK, ich kann kurz rüber gucken. Wir hatten French Market Composite PMI. Achso, ich kann es ja auch einfacher machen. Ich schaue einfach so nach, eine Sekunde bitte. Also, Spanien kam schlechter rein vom Spanish Services PMI, Italien kam besser rein als erwartet, French kam in line und German kam schlechter rein als erwartet. Also ein gemischtes Bild für Final Services PMI Europa 55,4 wie erwartet. Wir schauen um 10.30 Uhr, wie dann im Fund für UK Services PMI reinkommt. Wie wir sehen, erwartet mit 53,6. Es wird nochmal relevant. Aber dann ab 13 Uhr, Super Thursday, Bank of England Inflation Report, Monetary Policy Summary und Bank Rate Statement. Also es wird großartig. 13.30 Uhr dann Carney, der spricht. Heute 14.30 Uhr Unemployment Claims. Immer ein guter Indikator für NFP morgen dann. Und wir haben um 16 Uhr nochmal ISM Non-Manufacturing PMI. Wir erinnern uns, macht immerhin 80% aus das ist Services PMI. Non-Manufacturing 56,9 erwartet versus 57,4 letztes Mal. Also es wird ein heißer Nachmittag hoffentlich. Wobei der Super Thursday auch ein bisschen disappointen könnte. Ich wollte mir doch mal angewöhnen, mehr Deutsch zu sprechen. Es geht nicht. Es ist nun mal ein englischsprachiger Job. Also, Asien negativ nach schlechten China, Caixin Services PMI, Aussie ebenfalls schlechte Zahlen. S&P war gestern flat, Dow Jones quasi ebenso, Nasdaq aufgrund von den sehr, sehr guten Apple-Zahlen 30 Basispunkte zugelegt. Apple nochmal plus 6%. Das hat dazu geführt, dass der Dow kurz über der 22.000 notierte. Natürlich sehen wir sofort Präsident Trump
dieser Muppet, der dann einen Tweet rausschickt. Also unvorstellbar. Ein Präsident hat gar nichts mit der Wirtschaftsleistung zu tun. Korrelation geht gegen Null. Das hat die Wirtschaft sich selber zu verdanken und nicht der Präsident. Es wäre eher so, wie Jimmy Diamond gesagt hat in seiner Pressekonferenz bei JP Morgan, wenn aus Washington intelligentere politische Entscheidungen kommen würden, die der Wirtschaft nicht so viele Steine in den Weg legen würden, also sprich Healthcare-Reform und ein Steuerreformpaket, dann würde es der amerikanischen Wirtschaft auch wesentlich besser gehen. Aber der Krieg zwischen Republikanern und Demokraten wird immer krasser. Nikkei hat abgelegt, ASX ebenso. Wir haben Rio Tinto gesehen, minus 1,8%, weil deren Profit Expectation nicht eingetroffen ist. Stark abverkauft worden, die Aktie. Auch in Mitleidenschaft gezogen, Korea mit minus 1,6% der Index. Warum? Auch die haben verschärfte Regulierungen auf dem Radar und verabschieden die, um den etwas überkochelnden Häusermarkt einzudämmen. Und wir haben natürlich geopolitisches Risiko. Die USA hat ihre eigenen Staatsbürger aufgefordert, das Land bis zum 1. September bitte zu verlassen. Und gestern Raketentest aus Kalifornien heraus. Also es wird heiß. Ein Republikaner sagte gestern, Trump sei willens, einen Krieg mit Korea einzugehen. Ja, ich sag ja, das ist alles Nixon nochmal die zweite. Ja? Also Geschichtsbuch rausholen, Nixon nachlesen, dann weißt du, in welche Richtung das gehen könnte. Schrecklich. Shanghai abgelegt, Hang Seng abgelegt, PBOC reduziert die Liquidität. Auch das haben wir auf dem Radar. Der Geldmarkt kommt da ein bisschen ins Schwitzen in China. Die versuchen weiterhin, das Schattenbankensystem einzudämmen. In Japan, die Staatsanleihen 10 Jahre waren im Preis marginal höher, aber nur marginal, trotz Risk-Off. Und wir hatten eine sehr, sehr schlechte 10 Jahre Inflationsanleihen-Auktion. Auch das ist ja ein No-Brainer. Wer braucht in Japan Inflationsanleihen? I don't know. Wie gesagt, Interpodiens wurden abgestraft. Aussie unter 79,30, Kiwi unter der 74 und der DXY. Ich gucke kurz rüber mit euch gemeinsam. Der versucht die 93. Ja, wir sind an der 93. Ich gehe vom Dollar-Bounce aus. Ja, ich gehe davon aus, Euro-Dollar zu fast, zu schnell, zu viel, aber wir warten ab. Australische Exporte, ich habe es nochmal aufgeschrieben, minus 1%, vorher waren es plus 9%, Importe plus 2%, vorher waren es plus 1%. Also diese Trade Balance, dass die so schlecht reinkam, war überraschend. WTI 49,30, auch hier gucke ich schnell rüber. Wir sind bei 49,17. Sehr gut, Ofuk, du bist short, bleib short, Buddy. Gestern geringerer Draw als erwartet, um die Hälfte geringer. Kupfer und Eisenerz leicht stärker. Gold hat mal in 10 Minuten 10 Dollar pro Unze abgegeben in dünner Liquidität. Auch das sehen wir ja immer wieder. Dünne Liquidität, vor allen Dingen auch in der Asien-Session, werden dazu genutzt, um Stops auszulösen und die Märkte zu bewegen, um eben für die Big Boys bessere Ein- oder Ausstiegsniveaus zu generieren. Der T-Note hat minus 4 Ticks tiefer gesettelt. Wir haben gestern größere Blockkäufe gesehen in den 10 Jahren als auch in dem ultralangen Bereich. Warum? Wir hatten gestern das Funding-Announcement von der Treasury quartalsmäßig und da war überraschenderweise kommuniziert worden, dass die 30 Jahre Quantität vom Funding gleich bleibt für nächste Woche wie letzte. Dahingehend interessant, es wurde nichts gesagt über ultralange Bonds und das war eigentlich die Erwartungshaltung des Marktes. Auch hier, die Erwartungshaltung wurde nicht gedeckt, also sahen wir Käufer, die dann in die 10 Jahre und länger Bucket reingegangen sind, um die sich die Renditen nochmal einzulocken. Viel, viel Chatter, Marktgespräch übrigens im Moment über die Bond-Markt-Bubble, bedeutet für mich im Grunde nur, es wird weiterlaufen. Euro-Dollar, die Erwartungshaltung ist 1,2230, Area als nächstes Target. Wir haben gestern darüber diskutiert, es kann natürlich auch runtergehen, bevor es dann wieder raufgeht. Und ganz interessant, danke dir Ela, du hast es uns schön rausgesucht, Big Mac Index sieht eine Valuierung bei 1,35. Und wer sich 2005 und 2010 die Szenarien ansieht, auch hier das Zinsdifferenzial im Auge behalten, aber wer sich das ansieht, der sieht, dass 1,35 in keinster Art und Weise out of question ist. Ja? Das Purchasing Parity Modell für GDP ist unter diesem Link zu folgen. Auch da, danke dir Ela, dass du es uns rausgesucht hast. Der eine oder andere, der sich da einlesen möchte, sowohl auf meiner Website beschrieben, als auch, Google weiß alles. Einfach googeln und sich das mal ansehen. Wenn du Währungen handelst, solltest du dir schon im Klaren darüber sein,
welche wirtschaftlichen Modelle es im Grunde genommen gibt, um den Wert, den inhärenten Wert von Währungen bestimmen zu können. So, dann Fed Williams, Non-Voter on Hawk, sieht dieses Jahr noch einen weiteren Zinsschritt und drei für 2018, also sieht er als angebracht an. Er ist okay damit, die Bilanz sogar ab September zu reduzieren und bekräftigte, dass diese Anpassung von der Fed, dass die Fed flexibel reagieren kann, sollte es im Thema Schuldengrenze, das ist ja für Ende des Sommers auf dem Radar, ob wir da wieder ein Szenario bekommen, wie wir es in der Vergangenheit schon hatten, dass die Demokraten und Republikaner sich bekriegen und die Schuldengrenze in den USA nicht angehoben wird und es dann wieder zu Dramen kommt mit teilweise Government Shutdown etc. pp. Oder sollte die Wirtschaftsentwicklung ins Stocken kommen. Also auch hier ganz klare Kommunikation von Fed-Mitgliedern ab September könnte das losgehen. Und Fed Rosengreen, Non-Voter, ebenfalls Hawk, sagt, antizipiert Reduktion der Bilanzsumme ab September, sagt der Marktpreis das korrekt ein, diese Antizipation. Und sagt, die Zinsschritte der Fed sind gerechtfertigt aufgrund der guten Arbeitsmarktlage. Okay, was da natürlich fehlt, ist Lohndruck. Noch schlimmer allerdings ist das der Fall in UK. Feds Mester, Non-Voker Hawks, sie erwartet, dass die Reduktion der Bilanzsumme gemäßigt abläuft und keine größeren negativen Einflüsse auf die Märkte hat. Das ist es ja, was es gilt abzuwarten. Ich bin aber teilweise bei ihr. Und sie möchte bei schwacher Inflation bis zum September FOMC-Meeting nicht überreagieren. Ist mir wurscht, du bist ein Non-Voter. Und sagt, es sind Kräfte im Markt, die dafür sorgen, dass die Inflation nachhaltig steigt. Da bin ich gespannt, das weiß ich nicht genau, wo das herkommen kann, bin ich wirklich gespannt, weil wir aus dem Energiesektor eben keine steigenden Preise sehen. Okay, heute haben wir Super Thursday, Bank of England Zinserhöhung eher unwahrscheinlich, denn wir sehen hier Quartalsgrowth, Wirtschaftswachstum und das Forecast ist, dass das Wirtschaftswachstum in UK sich ein bisschen abflacht. Die Erwartung ist, dass die Bank of England heute kommuniziert, dass sie ihr eigenes Forecast für 2017 ein bisschen runternimmt, dass sie die Zinsen bei 0,25 belassen. Wir haben die Situation, auf die sie wahrscheinlich eingehen wird, dass wir einfach fehlende Inflation haben und das Lohnwachstum fehlt, hatte ich eben erwähnt. Der Markt preist im Moment in einem Jahr erst den ersten Zinsschritt ein, die Modelle der Bank of England sogar noch später. Und heute ist wichtig, kommt die Abstimmung, die Zinsen zu belassen mit 6:2 oder 5:3. Denn wir haben ja ein neues Mitglied dort, eher als Dovish bisher interpretiert, HSBC hat dazu etwas geschrieben. Brauchen wir nicht so sehr darauf eingehen. Wenn irgendwas Unerwartetes hier kommt, also Haldane, der zuletzt, das ist der Chefökonom der Bank of England, der hat ja zuletzt hawkisch gesprochen, sollte der jetzt auf einmal wieder Dovish stimmen, dann könnte es schon nochmal Druck auf das Pfund kommen, geben. Müssen wir ein Auge drauf behalten. Das ist eine reine Daytrading-Situation, beziehungsweise, wenn sich signifikant etwas verändern sollte, im Gegensatz zu der Erwartung, dann können wir das auch als Swing Trader machen und später noch positionieren. Kurz mal mental umschalten. Ich wollte auf die Ölförderung in den USA eingehen. Wir haben also auf der einen Seite ein Ansteigen von den sogenannten Oil Rigs. Ja, das sind Drilling-Plattformen. Diese steigt an und parallel dazu haben wir auch mit Termin 28. Juli, also leicht veraltet, einen Anstieg von der Fördermenge der USA. Wir sehen also, dass beides parallel ansteigt und es gibt genügend Artikel in jüngster Zeit, die ganz klar sagen, dass die Ölförderer aus der Fracking-Industrie nicht nur durchgehedged sind, sondern dass ihre technologischen Fortschritte auch dafür sorgen, dass sie bei weiter fallenden Preisen in keinster Art und Weise ihre Fördermenge reduzieren werden oder müssen. Zweite Folie zeigt uns hier, dass wir schon das 32-Jahres-Hoch von der Ölproduktion der Vereinigten Staaten von Amerika dabei sind, rauszunehmen. Und die Erwartungshaltung ist eben, dass wir dieses Überangebot von Öl im Ölmarkt nicht abgebaut bekommen. Und hier sehen wir, dass Producer Hedging, also die Hersteller, runtergegangen sind. Wir hatten einen Bericht, dass letzte Woche 4 Millionen Barrels bei $45 abgehedged wurden. Wir sehen am sogenannten Skew, dass wir eine Nachfrage haben nach Puts und das ist Hedging-Verhalten von Produzenten, die einfach die sogenannte Downside, also einen Preisverfall, abhedgen wollen. Ja? Und locken ihre Preise, nicht abhedgen wollen, sorry, die locken ihre Preise ein.
Und hier sehen wir, dass die Skew ansteigt. Berechnet ganz simpel, Callpreis minus, Putpreis minus Callpreis. Das heißt also, die Putpreise werden teurer, die hedgen sich durch. Jetzt nochmal mentaler Schritt, weil Öl schwach wird, habe ich ein Auge auf dem kanadischen Dollar und mir ist aufgefallen, weil ich eben einen Bounce in US-Dollar auch erwarte, das Long-Dollar-Cut eine gute Trade-Möglichkeit darstellen kann. Es ist spät in der Woche, aber no risk, no fun. Kanadischer Dollar erwarte ich weiterhin Schwäche im WTI, wobei wir bei niedrigeren Preisen erhöhtes Volumen sehen. Wir müssen also die Preisreaktion des Marktes abwarten und meine Erwartungshaltung ist, dass der Dollar einen Bounce macht. Das Risiko für den Trade ist eben, dass WTI Stärke sieht. Im Moment sehe ich aber, wenn ich rüberblicke, dass globales Geld aus dem kanadischen Dollar rausfließt, während der Dollar, US-Dollar, noch unverändert ist. Und wir haben morgen Non-Farm Payrolls, also da kann es jederzeit zur Überraschung kommen. So, okay, hier ist kurzer Blick auf den Trade in Bildern, in einem Bild. Und zwar Pullback bis zum Roll Reversal, hoffentlich dann mit der richtigen Preis- und Volumenreaktion und dann ab zum Target. Recht simpler Trade, schauen wir, ob er so reinläuft. 15,5 Minuten, ich mache Schluss. Ich wünsche euch einen very successful Super Thursday. Oh, das war wieder Englisch. Ich wünsche euch einen hervorragenden und erfolgreichen Super Donnerstag. Nachmittag wird sicherlich schön volatil. Der Adrian ruft mich gerade an, wir gehen jetzt zusammen trainieren und dann traden wir heute Nachmittag. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Bye, bye.